So, das sind wir wieder bei Uncharted 2. Ich habe mir gedacht, vielleicht bin ich doch etwas zu stressig an die Sache, beziehungsweise zu aggressiv an die Sache ran und dachte, probieren wir es doch mal anders. Mal sehen, ob es was wird. Bieten sich alle so an, aber ich glaube, es hat jetzt auch nichts gebracht. Wobei sie schießen nicht. Na, mal gucken. So, sind aber irgendwie weg. Ne, dort steht er rum. Wäre, da macht mich aber auch nicht glücklich. Die Frage, kommen wir hier hoch, ohne dass die Typen jetzt kommen, oder kommt die so und so? Weil wenn ich jetzt da drauf renne und na, mal gucken. Sieht erstaunlich ruhig aus. Dahinter will ich gar nicht erst gehen. Wer weiß, was mich dort erwartet. Oh, du bist ja sehr mutig. Sollen wir hier runter? Gut. Ich dachte, es tut weh. Hier erwarten uns auch viele Freunde. Oh Gott. Habe ich jetzt schon wieder Lust drauf auf die Typen? Ja, mal sehen, vielleicht kommen wir ja durch. Scheiße. Verdammt, sind wir den Albtraum näher als gedacht. Drehst du dich rum, das wäre mich äußerst cool. Ich glaube, ich habe verloren. Schön, jetzt bin ich hier. Wieder rein könnte ich. Bloß die Frage, kriegt er mich mit? Ja, mehr als riskieren kann ich auch nicht. Scheiße, hat es tatsächlich mitgekriegt. Ja, es wird jetzt spaßig. Das wird jetzt sehr spaßig. Boah, verdammt! Nein, das ist nicht der Sinn der Sache. Warum starte ich jetzt ganz woanders? Ach nein, doch nicht. So ist alles. Tut mir leid. Das nächste Mal lasse ich mich nicht darunter hauen. Wäre ich ja schön blöd. Hey, mach ein Röhrchen. Das könnte helfen. Toll, irgendwie hat er nicht gesessen. Gut, der ist weg. Der ging derbst daneben. Verflucht, 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 verflucht.
gibt noch einen Weg 3. Dann probieren wir mal den Weg Nummer 3. Über den Dächern der Stadt sozusagen. Gibt ja bekanntlich für alles eine Lösung. Ah, nur hier rein wird mir nicht viel bringen, hä? Ja. Kacke. Bin ich wieder dort, wo ich nicht hin wollte. Verdammt. Da rein komme ich nicht. Ist die Frage. Muss ich da rein? Höchstwahrscheinlich. Zweite Frage, komme ich da wieder rein? Höchst unwahrscheinlich. Aber haben wir so Raketen. Die scheinen dem nicht so ganz zu passen. Na, schießen wir erst ein bisschen durchs. Durchs. Na, wie heißt es? Durchs. Mauer. So, jetzt habe ich die los. Jetzt kommen ja aber 1000 andere. Scheiße war's. Seid Säcke. Nimmt mir jetzt die Gau nicht weg. Ich drehe durch. Wo ist die Gau hin? Na, klasse. Und dann hilft sie nur noch hier irgendwie. Okay. Ja, ich bin jetzt dichtig an der Wurst. Ich hab. Was ist das? Boah, verdammt, ey. Ich hab hier nichts mehr zu melden. Keine Ahnung, wie ich jetzt hier wieder wegkomme. Keine Munition, kein gar nichts. Komm schnell hier rüber und hoch, hoch, bitte, 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 bitte. Oh, Glück gehabt. Jetzt erstmal heilen. Und dann gucken, wo der Typ ist. Ich glaube, ist da. Verdammt, ey. Verdammt. Ja, heißt das jetzt, das war's, oder? Kommen jetzt noch mehr? Ich habe ja keine Ahnung. Es ist ruhig, es ist verdächtig ruhig. Das kann nützlich sein. Ach nee, ich nehme lieber. Kommen jetzt noch mehr? Oder rennt da hinten bloß noch einer rum, der meint, der hätt's drauf. Ah, alles klar. Boah, zum Glück bin ich nicht gestorben, ich war jetzt durchgedreht. Eine M4. Nehmen wir die. Nehmen wir die und machen hier hoch. Hier hat und so weiter und so fort. Junge, du sollst hier rüber springen. So. Boah, ich krieg ein Herz. Verdammt, ich bin jetzt so krank. Na schön, neue Munition für die Waffe. Ah ne, Quatsch, ich muss ja die Leiter hoch. Gut, also wäre ich ohne Killen gar nicht hier durchgekommen. Ich hab was vergessen. Mich. Ja, dann auf ein neues. Ja, nein, ich brauche keinen Tipp. Ich steck dir deinen Tipp sonst wo hin. Was haben wir dir alles so? Ich bin gerade mal neugierig, was er so entdeckt hat. Bis auf dem Weg hierher. Das hat man, das hat man. Das hat man, das ist neu. Ne, das hat man auch, das hat man auch. Ab hier ist es, glaube ich, neu.
Jo. I killed your track. The Angry Eddie. Watch for like to open passages. Ja, das haben wir auch. Ja, hier geht's immer noch um diesen Turm. Das ist Pema. Tenzins Tochter. Auch wenn er die Hand davor hat. Deutsches Omnenerbe. Was? Omnenerbe? No. Ahnen. Ne, deutsches Ahnenerbe. Ahnenerbe, alles klar. SS-Arschlöcher. Ja, kann man nehmen, wie er will. Demon Yeti. Also ist es ein Yeti. What the fuck? Ja, dazu kommen wir dann gleich. Nein, ich brauche keinen Tipp. Ich habe mich nur versprungen. Hör mal den Fußspur noch. Und wieder das göttliche Gekreische der Stimme, sag ich. Hallo, drüber. Darüber. Nein. Oh Gott, ich dachte, es wäre ein Abgrund. War ich jetzt in Luft aufgelöst, ey. Aber sowas von. Nate. Hier geht irgendwas Seltsames vor. Hier sind irgendwelche Tiere. Ich hör's. Ja. Vor denen hätte ich dich vielleicht warnen sollen. Mich warnen? Du wusstest von diesen Viechern? Wann wolltest du mir das sagen? Komm ihnen einfach nicht in die Quere, okay? Du bist lustig, Drake. Wow. Das. Oh, fickt euch. Verzieht euch. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Ja, 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 ja. Da hinten sieht's auch komisch aus. Was geht denn jetzt ab? Ruhig, Nate. Ruhig. Verdammt, sie sind alle tot! Diese Dinger haben sie zerfetzt! Sie sind alle... Was sind das für Dinger? Was sind das für Dinger? Ich weiß es auch nicht. Yetis, what the fuck, halt. Demon Yetis, what the fuck, besser gesagt. Hallo Vogel. Langsam geht mir euer Gebrüll auf den Sack, wisst ihr das? Ah ja, interessant, stehen ja erstmal zwei Schränke. Höchst. Na, da, 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 da. Ohne Worte. Das ist wieder so. Fails vom Feinsten. Ach Quatsch, da drüben. Oh, endlich. Der Turm. Ibiaje. Die Frage, geht's hier weiter rüber? Sieht ja nicht so aus. Du sollst da rüber springen. Hallo? Ja, du bist ein Held. So. Geschafft. Ne, hoch. Was machst du? Hallo? Schlimm mit dir, echt, ey. Drake, du gehst deinen Menschen mal auf den Sack. Ich hab deine Entschuldigungen satt. Hör zu, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit. Du hattest wirklich genug Zeit. Ich habe euch den Dolch besorgt. Also, wo ist das Tor nach Shambhala? Warte, Zoran, wir wissen...
Ich lass mir durch deine Unfähigkeit nicht die Tür vermasseln, ist das klar? Die Antwort ist irgendwo in diesem Raum. Wir müssen sie bloß finden. Und Drake ist hier immer auf den Fersen. Sieht aus, als hätte ich auf den falschen Mann gesetzt. So ein Arschloch. Ich versuche mal, ihn zu beruhigen. Bleib du hier. Vielleicht findest du was raus. Jetzt sind wir mal gespannt. Das gehört mir. Nate? Verschwinde hier. Gib mir den Dolch. Sie werden gleich wiederkommen. Zwing mich nicht, dir weh zu tun. Und was soll ich sagen, wo der Dolch ist? Dir fällt schon was ein. Das tut's doch immer. Warte. Tu mir einen Gefallen. Mach dieses Arschloch fertig. Okay. Wonach suche ich? Sekunde, das kommt mir bekannt vor. Ja, eben drum. Was? Sallys Mundgeruch? Slippery, schlüpfrige, nackte Kerle? Die sind beim ersten Teil solche Sondergegner gewesen. Dann Demon Sasquatch, das sind jetzt die neuen Scarometer. War für uns noch gar nicht aufgefallen. Erdelement. Also das Feuerelement ist der Vogel, das ist Dreieck. Machen wir es mal einfach auf die einfache Tour. Feuerelement ist der Vogel. Was ist jetzt nur die Frage, was das Feuerelement ist? Habe ich gerade keine Ahnung. Ach, ist dreieckig, blöd, Mann. Ich habe jetzt Bilder gesucht. Ja, das wird falsch sein. Ja, ich weiß. Ich jetzt erstmal das Dreieck nehmen. Ich habe jetzt völlig einen Fehlgang gehabt. Der Vogel ist da. So, der Vogel ist da. Jetzt nehmen wir jedem dieser Wesen den Luftelement. Grün ist die Schale. Das Erdelement sozusagen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Alles klar. So, jetzt Drache ist weiß, hä? War die Kugel. Alles klar. Kugel ist Drache. Drache ist da. Wunderbar. Und noch eins. Das ist jetzt am schwersten. Weil der Weg so weit ist. Und ziemlich sperrig. Sally, wenn man ihn braucht. Ja, ja, Junge. Der arme Mann. Also, das sollte gehen. Oh nein. Noch mehr? Ja, so ist okay. Doch. Also, nee, die Symbole kenne ich schon. Was? Oh Mann, Paomi. Oh Mann, Paomi. Keine Ahnung. Hiermit aufgegliedert.